Lass uns noch auf den Stellungskrieg in Bachmut schauen. Wer hat in dieser möglicherweise strategisch wichtigen Stadt die Oberhand? Ja, ganz schwierig zu sagen. Ich sag mal so, wenn man einfach auf die Karten schaut, auf das, was an Bildmaterial vorliegt, dann sieht man einfach, dass die russische Seite nach wie vor drei Seiten hält und dass die ukrainische Seite eine Seite nach wie vor massiv verteidigt, aber offenbar auch den Versuch unternehmen will, weiter vorzudringen und der russischen Seite wieder Territorium abzunehmen. Es gibt jetzt Meldungen, wonach der ukrainischen Seite im Industriegebiet der Stadt offenbar an einigen Punkten das gelungen sein soll. Ich bin hier sehr, sehr vorsichtig, weil es sich einfach unabhängig nicht wirklich verifizieren lässt. Wir hören aber eben auch auf der russischen Seite, dass beziehungsweise wir sehen Bildaufnahmen, die zeigen sollen, welche Verluste die russische Seite allein in den letzten Stunden dorthin genommen haben soll. Da ist die Rede von 500 Soldaten, die sozusagen aus dem Kampf genommen wurde, wie das dann heißt. Im Klartext bedeutet das über 200 getötet, über 200 eben auch so verletzt, dass sie nicht mehr kämpfen können. Die Situation, du hast es angesprochen, bleibt im Moment noch so ein bisschen statisch, aber wir haben es auch gehört vom Außenminister Kuleba im Gespräch eben auch mit Paul Ronsheimer, der da sehr, sehr klar gesagt hat, wir werden diese Stadt nicht aufgeben. Wir werden versuchen, so lange wie möglich darum zu kämpfen. Tatjana, für den Augenblick vielen Dank in die Ukraine. Dankeschön. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.